Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Andrea aus dem Atelier am Rhein und heute möchte ich dir gerne meine Füller vorstellen. Ich habe in der letzten Zeit, vor allem seit der Sketchbook Challenge, etliche Fragen erreicht, womit ich denn zeichne, beziehungsweise was denn das für Füller sind, die ich da verwende. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, ich mache jetzt mal ein separates Video nur über diese Füller, welche ich benutze, was ich daran so liebe und ja, wie die für mich funktionieren und vor allen Dingen, wie ich sie benutze. Weil, Füller gibt es tausende, gibt es ganz viele und jeder kennt sie aus der Schule. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt daher die Vorliebe, ich habe schon immer gerne mit Füller geschrieben. Und ich habe auch immer viel geschrieben. Ich bin ja auch Autorin und habe auch da zum Schreiben oft die Füller verwendet. Und deswegen liegt es für mich jetzt so nahe zum Zeichnen, wie zum Beispiel bei solchen Blumensketches, bei solchen Blumenskizzen auch einen Füller zu verwenden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will sie euch jetzt direkt vorstellen. Meine Füller sind, also die ich aktuell verwende. Und, ups, was ist hier passiert? Hier ist eine Farbe gekrümelt. Und ich kann jetzt auch zu anderen Füllern gar nichts sagen, also nichts zu den im Handel üblichen GH, Pelikan, Lamy, keine Ahnung, Parker Füller. Ich werde mich jetzt auf die hier beschränken und werde dazu ein bisschen was erzählen. Vor allen Dingen diese Kunststofffüller, die sind von der Firma Platinum, nennt sich Preppy. Und Preppy hat ein patentiertes Verschlusssystem. Vielleicht kann man es hier sehen. Hier innen drin in dieser Kappe ist nochmal so ein Gummistopfen. Und wenn man den Füller hier so zuklickt, dann ist es hier drin ziemlich luftdicht. Das sorgt dafür, dass dieser Füller nicht so schnell eintrocknet, also dass die Feder nicht so schnell eintrocknet. Das ist relativ gesehen, es kommt immer darauf an, welche Tinte man verwendet. Ich habe verschiedene Federstärken. Ich mag gerne diese hier, die läuft für mich am leichtesten. Das ist die 0,3 mm. Ich habe auch zwei in dieser Stärke, weil das wirklich der super schönste zum Zeichnen ist. 0,2, der ist jetzt gerade so ein bisschen angetrocknet, aber nicht so richtig. Und hier ist ein dickerer Strichstärke 0,5. So, die Preppies kommen normalerweise mit einer Patrone. Ich schraube mal einen auf, der hier vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht sogar direkt Hand anlegen muss zum Auffüllen. Schauen wir mal. Machen wir gleich. Die kommen mit einer Patrone. Die sehen so aus. Und ich weiß jetzt, habe jetzt keine andere handelsübliche Patrone gefunden, die hier reinpasst. Also solche, die man im Schreibwarenladen kriegt oder in der Drogerie. Auf jeden Fall kommen die mit einer ganz normalen Tinte, je nachdem, welche Farbe ihr bestellt. Blau, schwarz, grün, rot, ist alles Mögliche drin. Ich zeichne gerne als Grundlage für Aquarell. Also das heißt, ich male da wieder drüber mit Wasser. Und aus diesem Grund wäre es natürlich schön, wenn die Tinte, die hier drin ist, wasserfest ist. Es gibt von Preppy Carbon Ink, nennt sich die. Die sind dieselben Patronen und die sind halt wasserfeste Tinte drin. Die finde ich allerdings ein bisschen teuer, ganz ehrlich. Und deswegen mache ich Folgendes. Ich kaufe gar keine Ersatzpatronen, sondern ich nehme immer diese Patrone hier und fülle die mir wieder auf. Ihr könnt natürlich auch einen Konverter benutzen. Es gibt für Preppy auch Konverter. Ich zeige euch mal hier bei dem hier, wie so ein Konverter aussieht. Das ist wie so eine quasi wie Patrone. Der ist sogar ziemlich leer. Ah, perfekt. Und hat hier so ein Behältnis und mit so einer Feder und Luftdruck, Vakuum, beziehungsweise füllt man diese Kartusche wieder auf und kann sie dann in den Füller wieder einsetzen und weiterschreiben. Das macht erstmal weniger Müll und ist zweitens auch vom Versand her und alles finde ich ganz schön, weil Preppy kommt aus Japan, soweit ich weiß. Und ich weiß, da werden natürlich auch die Patronen hergestellt und es muss ja nicht immer diesen ewigen Weg gehen. Deswegen
fülle ich die auf. Also wenn die ankommen mit der wasserlöslichen Tinte, dann entweder verbrauche ich sie oder ich wasche sie mir aus. Also ich tue die Patrone einfach unter den Wasserhahn, lasse die Tinte rauslaufen, dann ist sie sauber und leer und fülle sie mir dann auf. Und zwar mit Sketch Ink. Das ist eine Tinte extra zum Sketchen, zum Zeichnen, um hinterher auch mit Wasserfarben drauf zu malen, von der Firma Rohrer und Klingner aus Leipzig. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Jens Hübner da mitgewirkt bei der Entwicklung dieser Sketch Ink und die ist wasserfest. Das ist eine ganz feine Sache. Und was du noch brauchst, um das zu machen, ist so eine Einwegspritze. Die gibt es für einen Appel und die ist schon ein bisschen schwergängig, müsste man eine neue nehmen. Gibt es für einen Appel und ein Ei in der Apotheke. Und die ziehst du dir auf, machst die Farbe rein, die Tinte rein und dann in die Patrone. Und einfüllen. Ich habe jetzt hier nur ein bisschen reingemacht. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch hier drin ist, weil ich jetzt hier keine großartige Sauerei machen will. Deswegen nur so ein bisschen was. Okay. Das reicht aber schon, um das Prinzip zu verstehen. Dann kann ich die nämlich wieder hier einfach einfüllen, schraube die wieder zu und dann habe ich einen Füller mit wasserfester Tinte. Ich werde mal jetzt kleines bisschen Aquarellfarbe hier holen. Bisschen Wasser drauf. Und die bleibt da, wo sie ist, die Tinte. Sehr schön, oder? Okay, ich will mir hier die gleich auswaschen ein bisschen, damit es hier kein. Weil die wasserfeste Tinte, ne, die ist nicht umsonst wasserfest. Das heißt, da ist ein Additiv drin, ein Zusatz, der die ganze Farbstoff auf dem Papier bindet und der neigt dazu, dass sie sich auch mal festsetzt, verklebt. Das kann dir passieren, trotz Patentverschluss beim Preppy kann dir das passieren. Und Rohrer und Klingner hat dafür auch gleich Abhilfe, nämlich einen Federreiniger. Der kann man für Füllfederhaltern, aber auch für normale Federn, also Schreibfedern, Bandzugfedern, Zeichenfedern und so weiter verwenden. Die ist schon ein bisschen angebräunt hier. Also ich habe die schon öfter mal verwendet. Die hat hier so ein Patent, wo man dann, warte mal, einfach, genau, bei geschlossenem Deckel ist vielleicht ganz gut. Einmal umkippt und dann hat man hier oben so ein Reservoir quasi. Und da gehe ich einfach mit der Federspitze rein, tauche die mal so ein bisschen da drin rum. Streiche die auf einem Küchentuch wieder ab. Und dann läuft sie wieder ganz, ganz leicht. Damit kann man sich immer abhelfen, wenn die Feder wirklich mal verstopft ist, in diese Reinigerflüssigkeit. Man kann da die Feder auch einfach mal eine Weile drin stehen lassen, wenn das wirklich zu arg gewesen ist. Und dann funktioniert die Feder wieder. Okay, das war der Preppy. Ja, sehr lieb gewonnen. Habe ich neuerdings noch eine zweite Variante von Füllfederhaltern. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Irgendjemand erwähnte den mal und ich habe gedacht, ach, den probiere ich doch mal aus. Und zwar, weil ich gestolpert bin über diese gebogene Feder. Ich halte es mal hoch. Kannst du das sehen hier? Diese Feder, die hat hier vorne so einen Knick drin. Bent Nib nennt sich das Ganze auf Englisch. Und die hat die tolle Eigenschaft, da kann man so breite Striche oder auch ganz dünne Striche machen. Ich kann sie auch umdrehen und habe damit ganz breite Striche und habe damit ein ganz tolles Repertoire an Zeichen, an Linienmöglichkeiten, die ich hiermit mit einem Stift machen kann. Das ist der eine. Und weil mir der so gut gefiel und so schön in der Hand liegt, also die Preppies, die sind aus Kunststoff, die sind sehr leicht, die haben den Vorteil, die sind ein bisschen dicker und liegen deswegen schön in der Hand. Und die hier sind Edelstahl, die sind schön schwer. Und damit zeichne ich auch total gerne. Und sie haben halt auch so eine ganz wunderhübsche Feder. Ich weiß gar nicht, ob du das sehen kannst. Okay.
Das hier ist eine Feinnipp, also eine feine Feder. Und die ist auch ganz weich im Schreiben. Und da brauche ich nur ganz leicht, brauche ich die aufs Papier zu legen und kann damit kritzeln und schreiben. Also das ist die Feinnipp und das ist die Bandnipp. Ich lasse dir die Links in der Beschreibung von diesem Video da auf YouTube und dann kannst du draufklicken und gucken, ob dir das gefällt. Ja, für diese Federn habe ich mir, weil ich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ich nicht riskieren wollte, dass die sich so sehr zusetzen vorne, die Federn, habe ich mir hier eine Mischung gemacht. Diese Tinte, die hier drin ist, die läuft wunderbar. Die besteht aber nicht bloß aus Sketch Ink. Vielleicht kannst du sehen, dass die so ein bisschen braun ist. Eben hat man es besser gesehen. Ja, jetzt vielleicht wieder. Die ist ein bisschen bräunlich. Ich mag gerne diesen Braunton zum Zeichnen. Der ist etwas weicher, milder als richtig tiefschwarz. Und Sketch Ink hat leider keinen solchen hübschen Braunton. Die haben einen Grauton und so ein, ja, weiß nicht, so ein bräunlich-grau, aber kein schönes Sepia oder so ein warmes Braun. Das fehlt mir. Und deswegen habe ich mir eine solche Tinte angemischt. Hier ist mein geheimes Gläschen. Ganz geheim ist es nicht. Aber hier ist dieser wunderbare Farbton drin. Und der ist entstanden aus. Ich mache das mal hier auf dem. Genau, ich mache das mal hier in dem Deckel. Das ist ja kein Problem. Und nimm mal einen normalen Pinsel. Weil diese ganzen Tinten kann man alle auch mit dem Pinsel vermalen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich habe dafür genommen, auch aus dem Hause Rohre und Klingner Schreibtinte, Morinda. Ist das jetzt das Produkt, das so heißt, oder ist es die Farbe? Kann auch die Farbe sein. Auf jeden Fall ist das ein schönes, schönes, wundervolles Rot. So ein ganz, ich mache das mal hier drauf. Na, kannst du sehen, was das für ein Rot ist? So, ergänzt habe ich das mit Ecoline, flüssige Aquarellfarbe in Farbe Nummer 231. Wie heißt die? Weiß ich nicht. Es ist ein Gelb, vielleicht auch ein Ocker. So, jetzt ist es schon verlaufen. Das ist okay. Zusammen ergeben die beiden ein nettes Orange. Und was passiert, wenn man Orange ein bisschen Schwarz dazu gibt? Dann wird das Ganze braun. Und ich brauche hier gar nicht viel. Mini-Ticken. Oh, schon zu viel, glaube ich. Nee, passt. Oh, yes. Ist schon ein bisschen dunkel. Ist ein bisschen dunkler als meine aktuelle Mischung. Aber du siehst, worauf ich hinaus will. Es gibt ein wunderbares Braun und das habe ich mir hier in so ein kleines Gläschen gefüllt. Da ist auch bequem drin mischen. Ich muss zugeben, es ist deswegen so viel geworden, weil ich mit dem Schwarz ein bisschen übertrieben habe und dann einfach den Farbton nicht hingekriegt habe. Aber egal. Ich kann dir an der Stelle jetzt nämlich auch gleich den Konverter vorführen. Hier ist der nämlich ziemlich leer schon. Und ich drehe den jetzt mal runter. Hoffe ich jedenfalls. Ja, genau. So, siehst du hier jetzt passiert Folgendes, hier unten drückt sich jetzt die noch verbliebene Tinte raus, ein bisschen was ist noch drin. Und hier dieser Raum, den kann ich jetzt wieder dadurch füllen, dass ich andersrum drehe und ziehe damit die Tinte hier wieder hier hoch. Jetzt habe ich hier unten, ich muss nochmal andersrum, ich war nicht tief genug drin. Gibt immer so ein bisschen dreckige Finger. Wenn ich hier so ins. So, jetzt habe ich auch, war ich auch nicht tief genug. Ist egal. Muss nicht so bis in die letzte Ritze voll werden. Das ist gar nicht so schlimm.
Ich kann ja jederzeit wieder auffüllen. Und dreckige Finger hat es gar nicht mal gegeben. Guck an. So, Konverter wieder in die, in den Füller zu schrauben. Und weiterschreiben. So, was ich hier jetzt erzeugt habe, ist eine Tinte. Die ist halb wasserfest, halb lässt sie sich mit Wasser vermalen. Und das macht auch einen sehr netten Effekt. Du siehst nämlich, es löst sich Farbe ab. Ich habe jetzt nur Wasser. Es löst sich Farbe ab und der Hauptbestandteil bleibt aber stehen. Das heißt, es gibt immer so diesen kleinen, diese rote Note, die färbt sich hier so rein. Und das sieht man hier bei dem Sketch sehr schön, weil ich auch mit diesem Füller gemalt habe. Und hier bei den grünen Blättern beispielsweise oder auch hier, da ist dieses Rot von dieses, ja, Rot-Orange von dieser wasserlöslichen Schreibtinte mit ins Bild geflossen. Und das ist total okay. Also ich mag das sehr gern. Ja, probiert es aus. Versuch mit den Tinten, wie du möchtest. Wasserfeste Tinte, wie gesagt, die Sketch Ink, gibt es in ganz wunderbaren Farbtönen. Blau, Rot, Grün, Grau und wie so ein Braun. Und ja, musst du gucken, was dir da gefällt. Die Lotte ist schwarz. Die haben so schöne, die haben Frauennamen alles, finde ich total schön. Ja, und nochmal zum Revue passieren lassen. Es gibt die Preppies in verschiedenen Strichstärken und du kriegst auch alle Farben des Regenbogens. Gibt, glaube ich, auch einen großen 10er-Pack oder was, wo du die bestellen kannst. Und dann kannst du die mit ganz vielen Farben füllen. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Der Hongdian Schwarzwald Edelstahlfüller gibt es auch mit ganz verschiedenen Federn. Ich glaube, 5, 6 verschiedene. Müsste ich jetzt lügen. Weiß ich nicht genau. Und was du noch brauchst, eine Einwegspritze und alle möglichen Tinten deiner Wahl. Verwende bitte keine Tusche. Füllfederhalter sind gegen Tuschen meistens etwas empfindlich, weil da Tusche wird aus Ruß gewonnen und Ruß sind ja Partikel und die verkleben ganz schnell so eine Feder. Also Tusche würde ich nicht verwenden, es sei denn, du hast einen ausgemachten Tusche-Füllfederhalter, gibt es auch, aber die normalen Federhalter sind für Tuschen nicht geeignet. Okidoki, das war's. Ich wünsche dir viel Freude mit den Füllern, beim Zeichnen mit Füllern. Es ist eine andere Art und Weise als mit Feinliner oder Kugelschreiber oder Bleistift. Aber für meine Begriffe lohnt es sich unbedingt, das auszuprobieren. Meine Liebe gehört dem Zeichnen mit Füller und ich tue mich damit viel leichter als mit allem anderen. Viel Spaß beim Ausprobieren und vergiss nicht, meinem Kanal vielleicht ein Abo dazulassen oder dieses Video zu liken. Und wenn du noch viel mehr wissen willst über das Zeichnen, über das Sketching, dann komm doch in die Sketchbook Challenge. Das ist ein Selbstlernkurs für 49 Euro, findest du auf meiner Homepage. Auch den Link tue ich dir in die Shownotes. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald in der Kreasphäre, vielleicht sogar im Gunkelparadies. Und ja, ich freue mich drauf, was du mit deinen Füllern gestaltest und kannst kaum abwarten zu sehen, was du so schaffst. Markiere mich auf Instagram gerne mit Andrea Gunkler. Komm in die Malfreunde-Gruppe auf Facebook. Ja, ich freue mich drauf zu sehen, was du machst. Bis dann. Ciao.